Burgdorf, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steines war Befehl! Hören Sie den Beschuss nicht? Die Gesamtgeneralität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger, traurlicher Feigling! Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Die Generalität ist das Geschneicht des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennt sich Generale, weil sie Jarrow Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Die Stadt in den Wind gelegt. Ich hatte Gott daran getan, war Jarrow alle Ohren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Stadtkern. Von Alarmanfang an bin ich nur verraten und betrogen worden. Ist der Russe schon so nah? Sie würden ersoffen in ihrem eigenen Blut. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!